Nun, eine sicherlich interessante Geschichte, aber sie geht wahrscheinlich noch weiter. Nun, wenn ihr euch das Bild betrachtet, dieser Fluss mit der Kirche oder mit der Kapelle davor, auch dieser hatte selbstverständlich einen Einfluss auf die Geschichten, die wir dort erlebten. Ihr könnt euch die Hinweise von Donatien in Barbrück immer noch ansehen, wenn ihr mögt, wenn ihr dort einmal vorbeiguckt. Das andere Teilstück fand ich im wilden Jalayat. Ich kämpfte gegen einen Paktierer, der doch schwerlich zu besiegen war. Ich stieß ihm eine vierte Feuerlanze in sein Herz und er tauchte jedes Mal erneut auf. Ein ehemaliger Offizier, der wohl ebenso von Hafax zurückgelassen worden ist und mittlerweile als der Häuter im wilden Jalayat für reichlich Unwesen sorgt. Man möchte fast meinen, dass Jalayat ist so etwas wie eine zweite Wildermark. Nun ja, die Wildermark ist schon ein furchtbarer Ort, aber das Jalalat klingt noch ein wenig schlimmer, wenn solche Personen wie ein Häuter, sagt ihr, dort also ihr Unwesen treiben. Korrekt. Er beschwört wilde Xanthim und gibt das Blut von ihnen zu trinken an seine Mitkombattanten. Zudem gab es dort auch einige Ilaristen, eine ganze Menge, die meine Kräfte vor eine Zehrprobe. Es war anstrengend, aber ich habe gesiegt. Ja, ich Bitte, habe ein. Xanthin-Blut? Ja. Pur. Ich weiß nicht, ob er es alchemisch verdünnt hat, aber zumindest war Xanthin-Blut eine der Edukte. Oh, hat denn in dieser Welt niemand mehr? Lasst gut sein, lasst gut sein. Jetzt mal vom Xanthin-Blut abgesehen, dürfte ich euch eine Frage stellen. Ja. Also. Wenn das ich das jetzt richtig verstehe, seid ihr doch eine von diesen Töchtern von Neobara, richtig? Das ist nicht korrekt. Ich bin. Also. Ja, bin ich. Aber die Töchter von Niobara sind eine eigene Kabbalia, die mich nicht berufen haben. Zulamin kommt hinzu. Serpentilio, geht es euch gut? Nein, der durch. Oh je, oh je, oh je. Ja, er brüllt hier die ganze Zeit rum. Also. Experimente mit Xanthin-Blut hat man bereits in den dunklen Zeiten angestellt und nie, niemals ging es auch lange oder auch nur mittelfristige Sicht gut aus. Sie sind allesamt Minderpaktierer, falls hier eine solche Frage anstrebt. Oh, das hilft kein bisschen. Nee, das war jetzt nicht meine Frage. Wisst ihr eigentlich, wie der langfristige Wirkung auf sowohl die Knochendichte als auch die Reaktionsfähigkeit ist? Vielleicht solltet ihr einmal mit dem Häuter selbst sprechen. Ich bin mir sicher, dass er euch zuhören wird. Oh nein, bitte, mit solchen Stümpern werde ich mich nicht abgeben. Danke, aber nein, danke. Oh, ich Gut, bin so nicht nachgedacht. Wenn man immerhin noch etwas auf vernünftige Arbeitsweisen gibt. Ich höre also heraus, dass für den Moment alles in Ordnung ist. Ja, überraschenderweise war auch nicht die Knochendichte von den Herren meine Frage, sondern wo ordnet ihr euch denn ein, was die Götter angeht? Weil euer Vorhaben ist ja schon fraglich, würde ich sagen. Sie holt aus ihrer Umhängetasche ein Medaillon hervor, was sie wohl nicht um den Hals getragen hat. Und du kannst sehen, es ist eine kleine Eidechse. Es leuchtet in allen Regenbogenfarben. Ich bin ehrlicherweise überrascht. Im positiven Sinne natürlich. Dass ich nicht anfange zu brennen. Naja, zumindest das soll ich nicht vom. Ja, brennen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Bluten. Eher, dass jemand von eurem Kaliber sich solchen Talismanen hergibt. Aha, habt ihr also Vorurteile gegen mich, weil ich aus Oron stamme? Weil ich an der Akademie Nein, gelehrt wurde? ich habe Meint Vorurteile ihr. gegen euch, weil ihr euch an ein solches Schmuckstück zu klammern und scheint, als würde es euch helfen. Weil ich auserwählt worden bin, ebenso wie Zulamin. Nun, Ihr scheint Vorurteile Also. zu haben, weil ich aus Oron stamme, korrekt? Glaubt ihr, man hat mir eine Wahl gelassen? Glaubt ihr, Ich. dass man Kindern, denen eine magische Gabe nachgesagt wird, die freie Entscheidung lässt, ob sie in den Hexenwäldern von Dasha'er
gelehrt werden oder ob sie, wenn sie gefunden worden sind, an einer Akademie gesteckt werden, wo sie mit scharfen Skalpellen andere Leute zerschneiden. Und ihr denkt, das bedeutet irgendetwas? Ihr denkt, mich hätte man nicht gegen meinen Willen von meinen Eltern geraubt und an einer Akademie gesperrt, wo Leute mit scharfen Skalpellen auseinandergezogen werden? Doch! Und ist aus mir ein Nekromant geworden? Ein unmoralischer Drecksack? Nein! Warum nicht? Weil ich im Gegensatz zu euch Geistesstärke habe. Nun, wie dem wohl ist, wurde ich auch nicht pervertiert. Dann offensichtlich ja doch. Nun, seht ihr an mir ein Paktsymbol? Oh, ihr wisst ganz genau, dass das nicht der einzige Punkt der Geistesschwäche ist, den man als Magier entwickeln kann. Dies ist wohl noch das Geringste. Aus einem Pakt kommt man schließlich wieder raus. Aber aus der Unfähigkeit, wie ihr sich an den Tag legt, nicht. Ihr habt einfach nur ein Problem mit weiblicher Stärke. Mit weiblicher, mir ist es ganz egal, wie... Ihr seid nicht stark, das ist mein Problem. Ihr benehmt euch nur so. Seid ihr wütend? Wut stammt aus Furcht. Wie kann etwas solches in den Händen eines solchen Stümperers landen, ganz ehrlich? Naja, also ich bin ganz ehrlich, das klingt für mich nach einem Magier-Duell. Oh, bitte. Naja, habt ihr jetzt Angst, gegen einen Stümper anzutreten? Ich denke, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für solch eine Aufeinandertreffen. Nun? Außerdem hatten wir doch gesagt, dass wir einander noch brauchen, nicht wahr? Naja, man muss ja nicht bis zum Tod kämpfen. Bis zum ersten Blut. Nun, nach dem, was ich bisher von Magister Serpentinius Künsten gesehen habe, scheint es wenig Spielraum zu geben in Sachen Tödlichkeit. Nun, der Capitania zuliebe, muss ich einen solchen Vorschlag kategorisch ablehnen. Aber ich bin mir sicher, sobald dieser Gürtel vernichtet ist, wird sich die Gelegenheit ergeben. Nun, schön, dass ihr das vertagen könnt. Sagt Kelvara, mich interessiert, wie habt ihr zur jungen Göttin gefunden? Nun, nachdem die Akademie aufgelöst worden ist, ich gehe mal davon aus, dass ich das auch teilweise euch verdanken kann, wurde ich auf etwas Besseres belehrt. Von wem? Von Saar. Ihr wurdet erleuchtet? Kann man so sagen. Und dann doch, nachdem meine neue Zugehörigkeit erkannt worden ist und dass ich überlebt habe, wurde relativ schnell die Jagd auf mich eröffnet, da ich wohl immer noch als Abgänger der Akademie gelte. Ich konnte zwar den einen oder anderen Schüler ausbilden, aber... Es ist schwierig, im Untergrund zu leben. Ich hoffe, dass das eines Tages besser wird. Nun, ihr seid eine Absolventin der Schule der Schmerzen und werdet das immer sein. Was allerdings... Gulamin, einen Augenblick. Ich will nicht unterbrechen, aber richtet euren Blick auf den Horizont, dort drüben. Das wäre eine ziemlich gute Gelegenheit, um ein solches Observatorium aufzustellen. Außerdem... Kann ich da etwas sehen? Hier mein Fernglas. Da ist ein Silberrohr. Das ragt einfach so aus der Steinkante heraus. Ach, und wir sitzen hier und quatschen. Ja, gut, dass wenigstens ihr aufmerksam wart, Diamantis. Schau mal in die Richtung, wo er zeigt. Ja, also wenn du mit dem bloßen Auge kannst du es nicht erkennen, vor allem weil da viel Felsgestein eben im Weg ist. Also die Steilklippe führt hier direkt nach oben, ungefähr 10 Schritt, ja. Und wenn du dann durch das Fernglas blickst in die Richtung, wo Diamant das zeigte, kannst du tatsächlich dieses bronzene Rohr erkennen, was wohl direkt aus dem Fels zu kommen scheint. Ich dachte nicht, dass es so nah sein würde, aber Kapitän, können wir das ansteuern? No, Signorina, das wird schwierig. Aber wir können davor halten. Ihr müsstet dann selbst sehen, wie ihr nach oben kommt. Aber ich habe bereits gehört, dass es wohl in eurem Machbaren liegt, eh? Nun ja, für manche. Vielleicht wollten wir hier irgendwie dann hier ankern und nun ja mit einem Ruderboot rüber booten. Si, Senor, das können wir machen. Ihr müsst, wie gesagt, selbst gucken, wie ihr dann von dem Ruderboot aus nach oben kommt, eh? Ja, das sollte kein Problem sein. Habt ihr Klettergeschirr?
No, Senor, haben wir nicht. Ihr seid dafür nicht ausgestattet? Unsere Matrosen können ohne Klettergeschirr in den Segeln stehen. Nun, dann wird das auch ein wenig Seil tun. Das können wir euch geben. Nun, aber um auf mich zurückzukommen. Ja, ich bin Abgängerin der Akademie. Aber ich habe mich den Lehren mittlerweile verschlossen und versuche mit den Erkenntnissen, die ich damals bekam, zu heilen und zu helfen, Leben wiederherzustellen. Vielleicht hat mich deswegen Zar erwählt. Vielleicht solltet ihr euch der Gildengerichtsbarkeit unterwerfen. Sie ist vielleicht ein wenig schmerzhaft, aber nun ja, ihr könntet geläutert werden dadurch. Alles zu seiner Zeit. Aber sie gehört doch gar keiner Gilde an. Kann sie das überhaupt, Abelmir? Sie kann sich der Gildengerichtsbarkeit stellen, natürlich. Alles zu seiner Zeit. Nun gut, dann lasst uns einen Weg nach dort oben suchen. Habt ihr gehört, ihr faulen Hunde? Lasst ein Boot darunter! Gut, so gesellen wir uns ins Boot. Nehmen noch zwei Ruderer von denen mit. Und fahren so nah an die Klippe, wie wir können. Ja, und dann ragt tatsächlich wie vor kurzem in den Südmeerinseln die 10 Meter große Klippe vor euch auf, die ihr damals schon einmal erstiegen hattet. Naja, aber mir, was war nochmal das Lösungswort hier? Nun, ich deklamiere erstmal laut: Ehre der Propheten, Ehre ihren Töchtern. Guck mal, was passiert. Du kannst ein Knirschen hören. Ein lautes Knirschen, was von oben kommt. Da hat man vorsichtig den Blick nach oben, ob da irgendwas runterkommt. Nee, was runterkommt nicht, aber stöhnt irgendwie so. Knirschender Stein, der malt. Nun, wie es scheint, müssen wir trotzdem hinaufklettern. Na. Dachtest du etwa, das erspart uns den Weg nach oben? Nun ja, es war ein Versuch wert. Gib mir das Seil. Ich werde als erstes voranklettern und versuchen, es zu sichern. Nun, ich benötige gar kein Seil, aber gut. Ich deute mal auf das Seil da, was vielleicht irgendwo im Boot liegt. Ich reiß dir aber nicht. Dann bitte eine Bootefahrenprobe von einem, der das Boot ruhig hält, während ihr Mann das klettert. Ja, ich tue es nicht. Das ist sogar gut. Alles klar, dann bekommt Diamantis, du musst keine Erschwernis. Du bekommst 4 Punkte, also die Hälfte von der Bootefahrenprobe von Rafim. 10 Schritt, also es ist erstmal Freiklettern, ne? Freiklettern, richtig, wenn mir das Seil nicht hilft. Gut. Darauf habe ich eine Spezialisierung. Ich überlege gerade, welche Erschwernis ich dir gebe. Aber mit der Erleichterung von 12. Mit der Erleichterung von Rafim wird das reichen. Und so kannst du dich dann, nachdem du das hochgeworfen hast, irgendwie mit einem schweren Gegenstand, sodass er sich dann oben irgendwo zwischen den Steinen verhakt, hast nochmal dran gezogen, kletterst du dann nicht unbedingt geschwind, aber du kommst auf alle Fälle nach oben und kannst das Seil dann dort oben sichern. Ich würde derweil deklamieren. Mishka istoravash finuta otsaramita. Ich wirke einen Spinnlauf und lasse mir dabei Zeit. Sehe ich da oben denn jetzt was? Also, du bist vorbeigeklettert an diesem bronzenen Rohr, was wohl in die Wand eingelassen war. Und wenn du dann oben auftauchst, kannst du sehen, wie dort eine Wendeltreppe in den Boden hinabführt. Ja, dann lehne ich mich runter, ziehe noch einmal den Seil, um mich zu versichern, dass es fest ist. Ihr könnt hochkommen. Hier scheint es wohl wirklich weiterzugehen. Diese Worte haben irgendeine Passage geöffnet. Abel mir derweil springt vom Boot an die Wand und klettert dann wie eine Spinne an der Steilklippe nach oben. Ja, seine Bescheidenheit ist wie immer makellos. Faszinierender Trick. Nun, immerhin muss er sich nicht den Hals brechen im Gegensatz zu uns. Das wohl. Jo, ich kletter mal vor. Wir müssen dort hinauf, ja? Ich fürchte ja, und ich glaube, dass wir eure Klugheit dort oben gut gebrauchen können.
Oje, 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 oje. Nun, Rafim klettert vor. Ich werde euch sichern und vielleicht kann Rafim euch nach oben ziehen. Ja, nun, ne. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich eine steile Wand hochklettern muss. Es ist schließlich das zweite Mal bereits. Nun, das kommt immer wieder vor, ja. Hippolyta wird ihre Arme verschränken, einmal nicken und dann im grauen Limbusnebel verschwinden und einige Augenblicke später ploppt sie neben Diamantis auf. Oh nee, die junge Hippolyta scheint auch noch eine Lektion im Haushalt mit dem Astralkörper zu brauchen. Ach, Hippolyta, wo war da denn die Herausforderung? Ja, ich kletter später wieder runter, kein Problem. Grinst sie dir schelmisch zu. Wie ist dir Schwernis? Also ich gebe dir eine 7, ne, ich gebe dir eine 10, aber ich gebe dir eine Erleichterung von 3 Punkten, weil Diamantis vorgeklettert ist und das Seil gesichert hat. Okay, wir haben herausragendes Kletterngeschirr für 6 Leute. Nein, oh. Serpentilio, den ziehen wir hoch. Also wir haben alle noch gute Erinnerungen an Marastran, ja. Rafim vorklettert, dann ziehen Diamantis und Rafim Serpentilio hoch. Dann also ich bin fest bin. Ja, genau, Zulamin also, ist fest. Ich werde ja wohl in der Lage sein, du kannst ihn auch knebeln, hier hinaufzuklettern. Du kannst ihn auch knebeln. Ich werde sicher euch, dies ist nicht nötig. Ich habe schließlich viele wichtige Dinge gelernt auf Maraskan. Hey, da unten, keine Diskussion. Wir wissen alle noch, wie es auf Maraskan lief. Ja, das Wort würde ich wieder runterfallen. Wow. Warte kurz, ich muss auf Arroganz proben. Warte, ich muss auf Arroganz proben. Zulamin, willst du das schuppen? Ja. Oh, die ganze sagen, Probe ist oder keine, ist insgesamt ziemlich scheiße, oder? Ja, Fingerfertigkeit 11 nur. Da musst du dran arbeiten. Also ich würde wieder ins Boot fallen. Von welcher Höhe? Oder wie würfeln wir das aus? Wie hoch war deine Klettern? 4, dann kriegst du 4W6 minus 4. Darfst du aber eine Körperbeherrschungsprobe machen? Ist es nicht weniger, wenn man ins Wasser fällt? Du fällst ja, willst du ins Wasser oder ins Boot fallen? Wenn ins Boot fällt, geht's kaputt. Weißt du, wie schnell du bist? Ja, ich bin ganz ehrlich, ich will schon ins Boot fallen. Also wenn ich mich schon auf die Schnauze lege, dann muss es ja auch lohnen. Körperbeherrschungsprobe plus 4 und dann 4W6 minus 4 und die übrig gebliebenen Sternchen von der Körperbeherrschungsprobe. Du kennst das. Ja, meine Spezialisierung fallen wird an dieser Stelle mal wichtig. Warte, das ist, wenn du runterfällst und nicht, wenn du in eine Falle fällst? Ja, klar. Ist ja eine Körperbeherrschung. Dann musst du die nicht würfeln, weil du alle deine 4 Würfel streichen kannst. Ja, ich würde direkt neben Serpentilio wieder auf dem Boot einschlagen. Oh, gut, dass ihr ausgewichen seid. Oh, vorsichtig. Was macht ihr da unten? Kommt hoch! Verschränkt er die Arme. Ja, überraschenderweise geht's mir gut. Aber ich glaube, ich bin auf unserem Wasser gelandet. Also, Serpentilio, deine Kletternprobe kannst du gerne würfeln. Du wirst nach oben gezogen, aber du darfst nicht mehr als 8 Punkte Misserfolg haben, denn das ist die Belastung, die Zulamini gibt. Okay, das ist eine Probe plus 0, so alles gelungen. Das ist gelungen. Dann belastest du den Knoten von Zulamin nicht so, dass er reißt oder aufgeht. Und wirst dann nach oben gezogen von Diamantis und Abelmir. Der kommt oben ein bisschen schmollend aussehend an. Nun, Hippolyta, haltet ihr dies wirklich für die, auch Abelmir, was das angeht, rechte Verwendung eurer Astralkraft? Naja, zumindest lasse ich mich nicht hochziehen wie ein Kartoffelsack. Nun, immerhin bin ich oben, ohne mich für rausgehabt zu haben. Nun sehe ich angestrengt aus. Ihr seid ein alter Mann und ihr habt sicherlich nicht so viele Astralkräfte wie vielleicht ich. Hat euer Körper schon abgebaut. Euer Malergefäß hat Löcher. Ihr werdet merken, dass die hohe Kunst schwerer anzubringen ist, wenn man sich vorher mit Taschenspielertricks amüsiert hat. Ihr seid doch nur eifersüchtig, dass ich den Transversalis kann und ihr nicht. Oh, bitte. Soll ich ihn euch beibringen, alter Mann? Ich werde euch gleich beibringen, wie man durch den Limbus reist. Aber ob ihr wollt oder nicht. Sind wir soweit? Ich glaube, Zulamin fehlt noch. Ich lieg auch noch unten im Boot. Okay, wie war die Erschwernis? 7. Wir haben herausragendes Kletterngeschirr für alle Beteiligten. Aber das ist auf dem Boot. Das ist auf dem Boot. Ihr seid einfach ein Seil. Wir haben nur ein Seil. Ich hab vergessen, es liegt ja auf der Drachentöter. Ja. Es gibt keine Drachentöter mehr, die ist untergegangen. In meinem Herzen wird es immer die Drachentöter sein.
Ja, ich würde mich selber auch sichern. Und dann gucken wir mal. Das ist gelungen. Ach so, das ist die Fesselnprobe. Ja, das ist die Fesselnprobe. Ich habe nur 7 Punkte in Klettern, also gucken wir mal. Das dann heißt, kannst du dich aber hoch. Du kannst dich auch hochziehen lassen. Ja, aber wir sind Geweihte, keine Magier. Gucken wir mal. Ein Transversales kostet 7 ASP. Meinst du, die hätte ich? Weißt du eigentlich, was Dämonenbeschwörung kostet? Ja, du rutscht ab, aber die anderen könnte ich dann nach oben ziehen. Also die letzten 2 Meter fehlen noch. Okay. Ist halt ein bisschen unwürdig, aber du hoffst, dass das die anderen nicht gesehen haben. Natürlich. Ja, halt ein bisschen abgeschürft. Ja, richtig. Ja, dann Rafim. Ja, ich würde meinen schweren Helm nochmal zurechtrücken und dann nochmal da versuchen hochzuklettern. Kannst auch deine Rüstung ausziehen und nackt nach oben klettern. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ja? Hier, fass mich an. Hier. Alle anderen müssen anfassen, um Rafim zu ziehen. Also ihr seht ganz offensichtlich, dass Rafim sich nicht am Seil festgebunden hat. Dafür ist er zu arrogant. Der klettert da jetzt so hoch. Und wenn er dabei das Boot zerstört. Ist ja auch ein wahnsinniger Gedanke, da Rafim jetzt hochzuziehen. Mit diesen Worten. Ja, du schlägst wieder nach unten auf das Boot. Dieses Mal aber, weil der Auftrieb wohl irgendwie ein anderer ist, krachst du mit beiden Füßen durch die Planken durch und stößt dir schmerzhaft deine Hoden. Au! Rutscht ja, einfach weiter nach unten. Das bereuen wir. Die Luft bleibt dir weg. Also du hast halt eine Haut aus Stahl. Du hast eine richtig gute Rüstung und dein Schwert zerteilt alles. Aber es gibt eine Schwachstelle eines Mannes, die du niemals entfernen kannst. Du kannst gerade irgendwie so die nächsten 2 Minuten gerade nicht mehr sprechen, als du da mit Tränen in den Augen in dem Boot liegst. Rafim, du hast unser Boot kaputt gemacht. Ich gebe dir Ich gebe dir jetzt 2W6 minus 2 Schaden. Mach mal. Auf deinem Unterkörper. Naja, mach du. Ich glaube, das ist Trefferzone im Bauch. Unterer Bauch. Das ist nur Hilfsrüstung ja nicht, oder nicht, ist die Frage. Klassischerweise Hilfsrüstung nicht gegen Sturzschaden. Ja, also sind 2W6 minus 2 sind 7 TP. Ja. Beziehungsweise SP. Und ja, wie gesagt, nach 2 Minuten kannst du dann langsam wieder atmen und so ein bisschen reden. Das Boot sinkt langsam, oder? Nee, das Boot sinkt nicht, aber du hast halt Löcher drin. Ja, ich würde mich mal zu einem der Ruder rüberlehnen. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Nun, Adepter, wenn ihr doch so befähigt im Versalles seid, warum gebt ihr uns nicht eine Kostprobe und holt den guten Rafim hier hinauf? Also, ich kann das machen. Aber dann bin ich wirklich ein bisschen erschöpft. Vor allem, weil die Reise mit jemandem aufzehrt, aber... Ich werde euch großzügigerweise die Benutzung meines Kraftspeichers gestatten. Nein, ich nehme keine Almosen von alten Männern an. Und dann verschränkt sie wieder ihre Hände und ploppt wieder neben Rafim auf. Schüttel den Kopf um. Nun seht ihr, man muss ihn noch motivieren. Ach verdammt, ich hätte auch runterspringen können. Naja, jetzt ist zu spät. Rafim, wollt ihr es nochmal versuchen oder wollen wir so hoch? Ist auch interessant und eine super spannende Reise. Ja, also ich nehme auch, ja, wenn ihr es schon anbietet, also... Na gut, dann komm mit. Ja, und damit... Warte, da will ich, dass ihr den auswürfelt, denn das ist nicht leicht. Das ist eine Probe plus 7, ne? Transport für eine andere... Aber sie hat mittlerweile die Matrix von dem Ort oben. Sie würfelt dann mit 20. Egal, das macht's nur nicht doch viel. Du hast den Schicksalspunkt schon ausgegeben, ne? Ich kann ja Zeit lassen, insofern muss es passen. Plus 7, plus 4, passt schon. Plus 3. Ja, also das sollte auf jeden Fall geschafft werden. Ja, also ja geschafft ist es auf alle Fälle, aber ihr bekommt ja Limbus-Schaden. Und weil sie keine Gardianum gewirkt hat, dann würde ich einfach mal sagen, sie hat so irgendwie... sie hat eine 14er ZAW, dann ziehen wir mal 4 Punkte für die 20 ab und die 7... 11, dann noch 3. 5. Das heißt ein W20 minus 3. Ja, machen wir W20 minus 5. Ah, warte. Ein W20 minus 5. Dann bekommst du 5. Okay, dir liegt eine 3. Bei mir war da was anderes angezeigt. Also dann bekommst keinen Schaden. Ploppst wieder auf und ja, stehst dann auf der Klippe neben Hippolyta. Selbst der Limbus fürchtet sich vor Rafim, ihn kann aber... Ja, also ich muss euch loben, es
ist einfacher als Klettern. Also eigentlich hat er 20 Punkte Schaden gekriegt, aber er hat so lange die Limbus-Dämonen verprügelt, bis ich ihn wiedergegeben habe. Von hier oben könnt ihr tatsächlich nichts sehen, was auf ein Observatorium hindeutet. Nur diese Wendeltreppe, die jetzt nach unten führt, aus Stein direkt nach unten, so als würde sie nicht gebaut worden sein, sondern aus dem Stein herausgeschmolzen, also perfekt glatt, möchte man meinen. Und auch als ihr an dem bronzenen Rohr vorbeigekommen seid, das kann man nur schwerlich entdecken, wenn man weiß, worauf man, wo man sucht. Ah, da scheint es runter zu gehen. Wurde es geöffnet haben. Ich muss zugeben, ich habe mich in euren Fähigkeiten ein wenig getäuscht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ja, soll ich vorgehen oder möchte wer anders? Stoß dir nicht den Kopf an. Brauchst du vielleicht noch einen Augenblick zum Durchatmen? Ich habe gesehen, wie du gefallen bist. Ich sag dir ganz ehrlich, das wird in diesem Leben nicht mehr besser. Dann nach dir, Großer.